Keine Frage, wir leben in spannenden Zeiten. Und spannend ist auch, dass die Aktienmärkte über diese Zeiten eine ganz andere Botschaft geben derzeit als die Anleihenmärkte. Und das wollen wir uns im Folgenden anschauen. Gestern ja das FOMC-Protokoll, also das Protokoll der letzten FED-Sitzung oder der letzten FOMC-Sitzung. Und eines wurde klar, es Tapering kommt, das hat jetzt niemand überrascht. Wahrscheinlich wird es dann im November, auf der November-Sitzung dann verkündet. Und es wird so sein wohl, dass die US-Notenbank 15 Milliarden weniger pro Monat kauft, sodass dann die ganze Geschichte etwa Mitte 2022 abgeschlossen wäre. So weit, so gut, das hat niemand überrascht. 10 Milliarden werden reduziert bei Staatsanleihen, 5 Milliarden bei den sogenannten Mortgage-Backed Securities, also den hypothekenbesicherten Anleihen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was an den Anleihenmärkten passiert. Wir hatten gestern eine Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe mit immens großer Nachfrage. Da wollten also alle diese Anleihe haben, mit der Folge, dass die Renditen für diese Anleihe deutlich gesunken sind. Gestern ja trotz hoher Inflation die Renditen für US-Staatsanleihen gesunken, paradoxerweise, scheinbar paradoxerweise. Was ist der Grund dafür? Nun, der Grund dafür dürfte sein, dass die Märkte annehmen, dass die Fed in eine ohnehin schon bestehende Wirtschaftsabschwächung aufgrund des inflationären Drucks, der die Kosten für die Unternehmen erhöht, der die Konsumenten zur Zurückhaltung zwingt, dass also die Fed letztendlich in eine Rezession oder in eine Wirtschaftsabschwächung hinein die Geldpolitik strafft, erstmal durch ein Tapering, also die Anleihekäufe reduziert und dann die Zinsen anhebt. Derzeit jetzt preisen die Fed Fund Futures ein, also die Zinszukunftsmärkte, wenn man so will, dass im September 2022 die Fed das erste Mal die Zinsen anhebt. Also da sieht man einen sogenannten Policy Error, also einen Fehler der Notenbank, die gar nicht anders kann, als gegen die Inflation vorzugehen, damit aber sozusagen ohnehin eine sich bereits abschwächende Wirtschaft dann noch weiter unter Druck bringt. Heute kommen einige Fed-Speaker. Wir sehen jetzt hier diese Besorgnis der Anleihenmärkte relativ klar in den sogenannten Yield Spreads zwischen der 2-jährigen und der 30-jährigen US-Staatsanleihe. Die länger laufenden Anleiherenditen fallen stärker, weil man eben davon ausgeht, mittel- bis langfristig ist das schlecht, was sich da abzeichnet. Wird sich die Konjunktur deutlich abkühlen, dementsprechend wird der Spread geringer, die Renditedifferenz also zwischen den kürzer laufenden und den länger laufenden Anleihen deutlich geringer. Ein ganz klares Warnsignal für eine Rezession, wenn hier die Anleiherenditen sich invertieren, also zum Beispiel eine 10-jährige US-Staatsanleihe weniger rentiert als eine 2-jährige US-Staatsanleihe, dann ist das meistens ein klares Zeichen für eine Rezession. Und die Amerikaner, die haben zu kämpfen derzeit mit Supply Chain Disruptions, also mit den Lieferkettenproblemen, wie alle anderen auch. Deswegen hat das Weiße Haus jetzt, hat Biden, Walmart, UPS, FedEx und andere gebeten, ihren Output zu steigern, also länger zu arbeiten, mehr Leute einzustellen, damit diese Lieferprobleme irgendwo sich nicht so dramatisch niederschlagen. Man hat dann auch gesprochen mit Öl- und Gasfirmen in den USA. Wie können wir die Preise nach unten kriegen? Dabei hat das Weiße Haus auch Unterstützung bekommen durch die OPEC. Die haben ihre Prognose für die Ölnachfrage ein bisschen gesenkt. Russlands Novak, der Energieminister, hat gesagt, ja, wir wollen nicht hohe Gaspreise sehen und andererseits sehen wir aber, dass die Kohlepreise weiter steigen, etwa in China jetzt wieder massive Anstiege des Kohlepreises, weil eben die Nachfrage so stark da ist. Heute 14:30 interessant und wichtig, die US-Erzeugerpreise, gestern hatten wir die Verbraucherpreise mit 5,4%, heute dürften die Erzeugerpreise reinkommen mit plus 8,7%, also der Druck auf die Erzeuger, auf die Firmen ist stark, diese Kosten dann schlichtweg auch weiterzugeben. Schauen wir uns jetzt mal die Märkte an insgesamt. Wir sehen den S&P 500 nach wie vor aus diesem Trendkanal ausgebrochen. Aber man hat es geschafft, hier den 100er gleitenden Durchschnitt irgendwie wieder zu erobern. Wir sehen da eine Hammerkerze gestern. Wir sehen beim Spider, also dem maßgeblichen S&P 500 ETF, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Da könnte was nach oben kommen kurzfristig. Also die Aktienmärkte eher positiv. Wir sehen die US Futures heute positiv. Es geht zunächst mal nach oben. Die Anleihenmärkte sagen, das sieht nicht gut aus. Da
wird die Fed die Geldpolitik straffen in eine ohnehin sich abkühlende Wirtschaft. Die Aktienmärkte sagen sich zunächst mal, who cares, ist nicht unser Problem. Und wenn wir uns mal den Russell 2000 anschauen, diesen Nebenwerteindex, respektive den IWM, das ist das maßgebliche ETF auf den Russell, da sehen wir, das spitzt sich jetzt zu, da kommt etwas, da kommt ein Ausbruch. Wahrscheinlicherweise, wenn wir uns oben diese Grafik mal ansehen, dann sehen wir, wer $100 setzen würde, das in der letzten Handelsstunde macht, der würde Geld verlieren, würde dann nur noch $88 haben. Sonst die Aktienmärkte in den USA positiv, aber in der letzten Handelsstunde ist das meistens dann doch negativ. Wir sehen insgesamt hier die Botschaft, die die Anleihemärkte senden, das Wirtschaftswachstum wird sich abschwächen. Wir sehen hier den Global PMI, also die Einkaufsmanager-Indizes global gegen den City Economic Surprise Index, also der Index, der die Abweichung von der Erwartung von hereinkommenden Konjunkturdaten bemisst. Und nach Adam Riese müsste es so sein, dass jetzt auch die Einkaufsmanager-Indizes schwächer werden, mithin sich also die Wirtschaft abschwächt. Das scheint relativ klar. Und in dieser Situation haben die Arbeitnehmer doch verstärkte Kraft gewonnen. Für zwei Generationen sah es nicht so gut aus, Globalisierung etc. Das hat viele Arbeitnehmer durchaus getroffen. Erinnern wir uns an die Schröderschen Hartz-IV-Reformen. Das konnte nur passieren, weil eben es genug Arbeitnehmer gab und zu wenig Arbeit, wenn man so will. Jetzt haben wir zu viel Arbeit und zu wenig Arbeitnehmer. Das ist genau das Problem. Auch ein Phänomen der Entglobalisierung, die sich verstärken wird. Und jetzt werden die ihre Muskeln spannen, wie es hier in diesem Artikel heißt. Also das ist ein ganz, ganz großes Phänomen, was natürlich auch inflationär ist. Gucken wir mal auf die Situation jetzt in Großbritannien. Da haben zum Beispiel der untere Artikel die Arbeitgeber in UK versucht, in Großbritannien versucht, die Löhne anzuheben und sie finden dennoch nicht genug Mitarbeiter. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema, die neue Macht der Arbeitnehmer. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Energiekrise in UK sich weiter verschärft. Zwei weitere Gasunternehmen pleite, auch eins in Deutschland jetzt ganz frisch, dazu gleich mehr. Und wir sehen, dass eine Gas-Shipping Company jetzt, der sich geweigert hat, zu Einzelhandelskunden Gas zu liefern. Also da ist die Lage eben alles andere als unter Kontrolle. Gucken wir jetzt mal nach China, meine Damen und Herren. Da sehen wir heute die frischesten Zahlen der Verbraucherpreise, etwas unter der Erwartung, 0,7% zum Vorjahresmonat, aber die Erzeugerpreise mit 10,7% deutlich über der Erwartung von 10,5%. Mithin haben wir jetzt also den größten Spread, die größte Differenz zwischen den Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen. Das ist seit mindestens 10 Jahren oder 16 Jahren. Das ist natürlich für die chinesischen Firmen ein riesiges Problem. Ihre Kosten steigen um 10,7%, die Kosten für die Verbraucher nur um 0,7%. Aber die chinesische Führung will nicht, dass diese Kosten an die Konsumenten weitergegeben werden, aus nachvollziehbaren Gründen. Was dann dazu führt, dass natürlich diese Firmen Verluste tendenziell einfahren, respektive eine miserable Marge haben. Hier sehen wir mal diesen dramatischen Anstieg der Erzeugerpreise und eben das vorwiegend, so wie die Behörden dort gesagt haben, durch den Anstieg der Rohstoffpreise, etwa durch Kohle. Hier sehen wir den Kohle-Future, wie gesagt, heute wieder massiv nach oben gegangen, Zink massiv nach oben gegangen. Gucken Sie mal Hafer an, schießt durch die Decke. Also solche Nebenwerte, wenn man so will, aus dem Rohstoffsektor. Gucken wir noch mal kurz auf die Immobiliensituation. Mit der Evergrande-Krise ist es praktisch für chinesische Immobilienentwickler unmöglich geworden, an Anleihen in Dollar zu emittieren. Kauft keiner mehr. Damit ist man praktisch von ausländischer Kapitalzufuhr abgeschlossen. Und es gibt neue Downgrades für Immobilienentwickler. Derzeit nicht so das Thema, aber die Immobilienblase, die in China der Fall ist, nach wie vor akut gefährdet. Das ist nichts, was jetzt vorbeigehen wird, so schnell, auch wenn die Märkte das mal kurz verdrängen. Verdrängen tut der Westen gerne auch diese Allianz zwischen China und den Russen. Lavrov, der russische Außenminister, hat jetzt gesagt, ja, Taiwan ist ganz klar ein Teil von China. Und der chinesische Außenminister hat dann den Westen beschuldigt, vor allem die USA beschuldigt und gesagt, ja, hier, man sieht ja, wie ihr da imperialistisch vorgeht mit Nord Stream 2 zum Beispiel. Also das ist eine interessante Mischung, die sich hier abzeichnet. Russland natürlich ganz klar auf der Seite Chinas gegen die USA. Auf keiner Seite steht derzeit Erdogan, der scheint ein wenig Amok zu laufen, hat jetzt drei
Notenbankmitglieder entlassen, nachdem sich die Notenbank China, der Türkei geweigert hat, die Zinsen zu senken. Da haben manche schon gesagt, oh, da werden Köpfe rollen. Jetzt sind sie gerollt, 3 Stück. Das allerdings führt dazu, dass die türkische Lira auf ein neues Allzeittief fällt. Erdogan hat ja die sehr interessante Auffassung, dass hohe Zinsen dafür sorgen, dass die Inflation steigt. Damit ist er weltweit wahrscheinlich der Einzige. Aber auch hierzulande steigt die Inflation. Heute in dem Weltblatt, Hamburger Abendblatt, also ein Blatt mit Weltbedeutung, Headline Inflation 4,1%. Das ist interessant, dass das jetzt so ein bisschen an die Öffentlichkeit durchkommt. Verdi und Verbraucherschützer verlangen Ausgleich für steigende Preise, vor allem für diejenigen, die wenig Einkommen haben, weil die besonders proportional besonders betroffen sind vom Anstieg der Energiepreise. Also wir sehen diese Lohnpreisspirale, die wird sich da wohl aufschaukeln, da geht gar kein Weg dran vorbei. Das wird dann der nächste Impuls sein. Gestern hat der Marcello Fracerino ja gesagt, ja, alles ja nur Inflationsillusion. Die gefühlte Inflation läge ja deutlich höher etc. Jetzt hat Jörg Kremer, Chefvolkswirt der Commerzbank, gesagt, ja, wie auch immer. Aber Fakt ist doch, dass die Inflation bei 4,1% liegt. Genau, Marcello, da kannst du ja schwurbeln, was du willst. Fakten sind Fakten. Und die Fakten, die können Sie sich anschauen in Sachen Aktienmärkte. Es riecht nach Ausbruch. In welche Richtung? Und da will ich Ihnen mal, oder hat der Wolfgang Müller einen interessanten Artikel geschrieben, auch in Sachen Stagflation. Warum fallen die Märkte nicht, obwohl doch eigentlich Stagflation ein Worst-Case-Szenario ist? Ich habe hier die falsche Überschrift, dieser Artikel, es riecht nach Ausbruch, den hat der Wolfgang auch geschrieben, aber ich werde Ihnen den Stagflationsartikel mal hier unter das Video packen. Und gestern Abend ein deutscher Energieanbieter pleite gegangen und die Gründe, die dieser Energieanbieter angibt, die legen klar dar, was eigentlich der Fall ist mit dieser Energiekrise, die wir derzeit haben. Also ein Artikel über Stagflation, warum die Märkte nicht fallen, sehr interessant, unter dem Video verlinkt. Und das zweite ist die Pleite des Energieanbieters, die klar ein Panorama darauf wirft, was derzeit schiefläuft am europäischen Energiemarkt. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Heute das Highlight 14:30 die Erzeugerpreise und dann haben wir die Zahlen der US-Banken Citigroup und wie sie alle heißen, Bank of America. Die werden heute berichten. Ich wünsche das Allerbeste. Servus und ciao.